Wir wünschen natürlich allen Augsburgern in dieser Badesaison einen unbeschwerten Aufenthalt an den Augsburger Badeseen. Wir testen in den Badeseen nach Vorgaben der EU. Das heißt, wir müssen intestinale Enterokokken und Escherichia coli testen. Das sind beides Fäkalkeime, die überwiegend durch Entenkot in den See eingebracht werden. Zusätzlich testen wir in den Seen noch den pH-Wert. Dieser gibt Ausschluss darüber, ob ein See im sauren oder im basischen Bereich liegt. Sollte der pH-Wert zu basisch werden, wird das Algenwachstum im See größer und es würde unter Umständen zu Hautbeeinträchtigungen bei den Badenden kommen. Deswegen kann man überlegen, einen See bei sehr hohem pH-Wert zu sperren. Unsere Augsburger Badeseen sind im Vergleich zu allen anderen Badeseen sehr gut dargestellt. Wir haben seit Jahren eine ausgezeichnete Badequalität. Und ja, dieses Jahr ist der Badespaß leider etwas eingetrübt aufgrund der Corona-Regeln. Aber wir wünschen den Badenden trotzdem einen schönen Sommer.